Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 31 des Sims 3 Lebensfreude Let's Plays Staffel 2. Ja, die kleine Katze Joy rennt hier auf der Veranda rum, während es gewittert. Sie ist so unglaublich süß. Und ja, sie will hier gerade irgendwie sich ein wenig bewegen, denn kleine Kätzchen können ja noch nicht die Treppen rauf und runter gehen. Das heißt, sie muss sich jetzt hier im Haus oder auf der Veranda aufhalten, weil sonst müssen wir jedes Mal die Katze immer wieder runter und wieder hochtragen und das wäre doof. Dann habe ich natürlich Timmy umgestylt, die Frisur habe ich so gelassen. Ich weiß noch nicht, ob es mir hundertprozentig gefällt. Allerdings hat dann gestern Abend, als ich den Part beendet hatte, nach dem Umstyling Blake Grayson angerufen und wollte sich mit Timmy verabreden. Und daraufhin hat Kim den Wunsch bekommen, gemein zu Blake zu sein. Und ja, können wir das per Telefon machen? Weil die sind ja immer noch verfeindet hier. Müssten sie zumindest. Ja, hier. Können wir irgendwie einen Liebesbrief schicken? Nein, wir können ja mal schauen, ob eine beleidigende Textnachricht ausreicht, um gemein zu ihr zu sein. Dann wünscht sich Kim natürlich noch zuzusehen, wie Jonathan erfolgreich älter wird. Nein, es reicht leider nicht. Dann werde ich die Lose hier mal entfernen und oh nein, jetzt ist es weg, der Wunsch. Ach Mann, das ist ja doof. Sparring mit jemandem machen wir weg. Hier ist sowieso niemand, der noch Kampfkunstfähigkeit hat. Ja, das hat wohl nicht gereicht. Dann müssen wir wohl irgendwie Blake Grayson aufsuchen oder wenn wir sie irgendwo durch Zufall sehen, gemeint zu ihr sein und dann ist Timmy in der Midlife-Crisis und hatte schon den Wunsch, sich von Kim scheiden zu lassen, mit der Damara, die gestern auf der Party war, zu flirten und umzuziehen in ein anderes Haus. Die habe ich allerdings alle entfernt, weil ich mir dachte, wenn die Midlife-Crisis kommt, dann möchte ich das bitte im Let's Play machen und nicht offscreen, weil das wäre ja blöde. So, du wünschst dir, Benjamin mit einer Kralle anzugreifen. Der wacht auch bald auf. Und das Kätzchen, ja, das Kätzchen ist hier. Dann könntest du ja eigentlich mal hier hingehen, Kätzchen. Und Kim, du könntest mit dem Kätzchen ein bisschen Jagen spielen, weil es so niedlich ist. Oh Gott, es ist so klein und so süß. Du kannst auch mal hier hingehen. Und dann werden wir einmal hier den Namen ändern. Nicht hyperaktiv sein. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Machen wir erstmal hier Hand beschnüffeln lassen. Reden mit Leckerbissen. Ja, könnt sie auch schon gebrauchen. Leckerchen geben und dann hier Jagen spielen. So, dann dürfte die Zeit auch vergangen sein, bis beide aufgewacht sind. Timmy wacht jetzt dann auf. Der muss heute auch nicht arbeiten, denn heute hat er auch frei und er möchte muskulöser werden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel sie dafür trainieren müssen, dass sie muskulöser werden, die Sims. Deshalb würde ich das mal nicht einloggen, weil sonst hat er die ganze Zeit eine schlechte Stimmung, dass der Wunsch nicht in Erfüllung geht. Und du hörst mal auf, das zu essen, sondern du wirst den guten Benjamin kuscheln. Ach so. Jagen geht ja nicht, weil sie jetzt runterrennt, oder wie? Na, schauen wir mal erstmal. Achso, du isst den jetzt doch. Na gut, dann hörst du mal auf mit dem Jagen und greifst den Kleinen mit der Kralle an, kuschelst ihn. Und wie geht's ihm denn sonst so? Ja, ziemlich gut. Dann würde ich sagen, wird er danach in den Hochstuhl gesetzt und ja, in den Hochstuhl gesetzt und du möchtest abspülen, das ist okay, das kannst du machen. So, in den Hochstuhl gesetzt und gefüttert, so, das wollte ich sagen. Ich hoffe, da gibt es überhaupt was im Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass wir die frittierten Sachen ihm geben können. Und den Birnenkuchen bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil der Orangenkuchen ging ja auch nicht. So, du möchtest mal wieder herumrennen, das kannst du tun. So, was hast du hier für Wünsche? Ein Outfit planen. Das können wir natürlich machen mit dir. Das machen wir mal schnell. Und ich weiß nicht, ob ich das im Off machen werde oder nicht. Oh, den Herd überprüfen. Hä? Was machst du denn? Benjamin hochnehmen. Nein, in Hochstuhl füttern. So. Mach das jetzt bitte. Geht doch. Meine Güte, diese Sims.
So, jetzt werden wir kurz ein Outfit planen. Ich bin mir gerade gar nicht so Das sicher. auch. Vielleicht werden wir einfach eine neue Sportkleidung für ihn entwerfen. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Ich habe da hier nämlich, glaube ich, nur diese hier. Da kriegt er mal noch eine Sommerkleidung mit einer kurzen Hose oder so. Vielleicht einfach einen Top mit Hose. Gab es doch diese hier unten. Das ist doch eigentlich ganz cool. Und dann so eine kurze Hose. Diese hier. Und dann noch Schuhe. Da werden dann normale Turnschuhe ganz gut passen und nicht diese hohen, sondern. Was sind das denn für Schuhe? Die sehen ja doof aus. Und hier ist wieder super. Ich weiß nicht, warum man das nicht ändern kann. Ich kann das auch nicht löschen, glaube ich. Nee, leider nicht. Okay. Turnschuhe, Turnschuhe waren doch hier ganz gut. Die Farbe, so ein Blau. Ja, das passt doch ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir diesen türkisen Streifen an der Hose blau. Dann passt das auch ganz gut zu den Turnschuhen. Und ja, dann ist das das neue Outfit, das wir geplant haben. Und er hat seinen Midlife-Crisis-Wunsch erfüllt und kann dann gleich auch vielleicht trainieren, denn er wollte ja auch muskulöser werden. Ist der Wunsch jetzt weg mit dem muskulöser werden? Dann trainier mal hier. Oder verstärkende Maßnahmen loben für hyperaktiv sein, das machen wir mal nicht. Sondern wir lassen unsere Hand beschnüffeln, geben dem Kätzchen ein Leckerchen und reden mit ihr. Und du, Kim, du wolltest ins Wellness Center gehen und frühstücken musst du ja auch noch hier. Dann iss mal ein Stück vom Birnenkuchen, während Timmy sich ums Kätzchen kümmert. Okay, es wäre eigentlich ganz schön, wenn du dich einfach nur umdrehst. Ja, okay, gut, das geht. Dann jetzt nochmal hier Hand beschnüffeln lassen. Oh, das ist so süß. Oh, so niedlich. Oh mein Gott. Gibbel, gibbel, das ist so süß. Dann werden wir mal. Spielen geht nur jagen. Das ist natürlich schade, weil Spaß haben war ja ziemlich cool. Können wir das vielleicht mittlerweile streicheln? Das Kätzchen. Wie sieht's denn hier aus? Oh, das ist noch ziemlich weit hinten. Ah, das wird wahrscheinlich noch, werden wir noch nicht streicheln können. Dann trainier doch einfach mal ein bisschen und mach, nee, nicht Ausdauertraining, sondern Krafttraining. Dann wirst du vielleicht muskulöser und wir probieren das jetzt mal aus. Und dann wirst du allerdings schweißfrei trainieren, bitte. Und Kim, du musst dich hier mal kurz um Benjamin kümmern. Wie geht's dem denn? Ah, der muss aufs Klo vor allem. Aber sonst sehr gut. Dann kuschel ihn und setz ihn ab. Oh, er hat Level 3 der Athletikfähigkeit bekommen. Das ist sehr schön. Und das Kätzchen scheut. Können wir das beruhigen? Geht das nicht? Zuneigung. Nee, das wäre natürlich süß, wenn das gehen würde. Nee, hyperaktiv, dafür werden wir das Kätzchen nicht belohnen. Bis zur Ermüdung trainieren will er. Dann entferne ich mal die gute Freundschaft mit der Damara und dann werden wir nicht in der Pfütze spielen, Benjamin. Das macht dich nur krank, sondern du benutzt das Töpfchen und dann spielst du hier. Nee, du kannst mal ein bisschen hier spielen. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich geht. Und dann werde ich das Buch hier in den Inventar packen. Dann haben wir, glaube ich, alle Bücher. Ach nein, da ist noch ein Buch. Ach egal, ich werde das jetzt einfach so machen. Und du darfst jetzt mal hier ins Wellness Center gehen. Besuche das Kontaktbüro. Was ist das denn? Und du kannst mal hier ein, oh ja, ein Dampfbad nehmen. Zusammen tanzen werdet ihr jetzt nicht, sondern. Der Timmy trainiert, du nimmst ein Dampfbad und gehst jetzt da bitte raus. Hallo? Ja, okay, gut. Dann Anruf ignorieren bitte, danke. Und danach kannst du vielleicht mal noch. Ach, vielleicht sehen wir ja Blake Grayson.
Ah, hier liegt ein Buch rum. Das hat wohl jemand... Ah, das hat, glaube ich, Emma genommen gestern auf der Party. Und du, Timmy, du kannst mal, wenn du hier bis zur Ermüdung trainiert hast, die Zeitung lesen, das Wochengeschehen nachlesen und ermäßigte Kurse suchen. Vielleicht gibt es da ja was für dich oder für Kim. Und dann kannst du einfach mal noch Gitarre spielen. Und dazwischen vielleicht lieber noch aufs Klo gehen und duschen, fällt mir gerade auf. Benutzen und duschen und dann Gitarre spielen. Ich hoffe, dann spielt er nicht auf dem Klo. Allerdings würde mich das auch nicht wundern. Und ich mache hier, oh Gott, ein Blitz auf schnell. Denn ich glaube, es ist jetzt nicht das Allerspannendste. Und warum hat die Katze hier immer noch diese negativen... Ach so, da ist doch ein Teller. Das hatte ich nicht gewusst. Ja, weil da ist das Licht wieder so hell hier. Da muss ich mal schauen, dass ich das hier abdunkle. Ja, jetzt ist es besser. Viel besser. Denn ich weiß nicht, wieso die Theken immer so komisch glänzen. Das ist irgendwie ein Lichtbug. Der ist leider irgendwie immer so. Das ist ziemlich schade. Ich werde das hier wieder schneller machen. Der Timmy, der streckt sich und beugt sich und macht Kniebeugen. Das ist sehr schön. Vielleicht macht er auch noch einen Hampelmann gleich. Ja, jetzt macht er den Hampelmann und jetzt ist er ermüdet, oder wie? Und wow, dieses Gewitter ist echt heftig. Einen Tag verwöhnen lassen. Kim Tissot hat beschlossen, etwas Zeit im Wellness Center zu verbringen. Sie wird sich immer an die Fußmassage während der heißen Seetangpackung erinnern. Ich habe gerade Heiligen gelesen, deshalb war ich ein bisschen verwirrt. So, ist hier zufällig Blake Grayson in der Nähe und das Polizeiauto ist immer noch hier. Ah, das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, ich werde das mal kurz entfernen. Und zwar mit Testing Cheats Enabled True. Und dann Objekt löschen. Und dann den Cheat wieder deaktivieren mit False. So, dann schauen wir doch mal. Ich will mal wissen, was Besuche das Kontaktbüro heißen soll. Deshalb machen wir das einfach mal. Und es ist neblig und es regnet wie Hölle. Und in einem Tag ist auch wieder Winter. Oh, und du musst aufs Klo. Glückwunsch. Oh, bei deinem romantischen Problem können wir dir gerne helfen. Für eine geringe Gebühr von 500 Simoleons können wir unsere Datenbank nach potenziellen Partnern durchsuchen. Natürlich mit Geld-Zurück-Garantie. Das machen wir nicht, aber es ist gut zu wissen, dass es das gibt. Das wusste ich nicht, das ist cool. Das ist bestimmt aber mit dem Wuhua-Mod gekommen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das vorher schon gab. Dann besuch mal nicht das Kontaktbüro, sondern... Hier ist auch noch ein Schwimmbad. Ach, das ist das offene, da werden wir jetzt aber nicht hingehen, weil das im Winter zu kalt ist. Dann werden wir mit dir nach Hause gehen wieder. Du hast jetzt genug Spaß gehabt draußen und dann kannst du hier mal aufs Klo gehen. Stimmt, aufs Klo gehen musstest du unbedingt. Und der ist immer noch nicht bis... Ah, der ist jetzt dann gleich ermüdet und du bist hier auf dem Klöchen, auf dem Töpfchen und entleerst dich. Und du willst dem kleinen... Du folgst dem Timmy. Das ist ja süß. Das Kätzchen ist so unglaublich süß. Das ist einfach unglaublich süß, ja. Dann trinke ich mal kurz einen Schluck. Ah, so. Du hast jetzt bis zur Ermüdung Sim grüßen. Ach, das macht die Katze. Okay, ich dachte gerade. Ja, bis zur Ermüdung hat er trainiert. 4 Stunden möchte er jetzt angestrengt trainieren. Das können wir auch machen. Oh, und der ist muskulöser geworden. Das ist natürlich perfekt. Dann habe ich wahrscheinlich immer das Falsche trainiert. Deshalb ist das wahrscheinlich nie erfüllt geworden, der Wunsch, weil ich wahrscheinlich immer Ausdauer trainiert habe und nicht Muskelaufbau, so. Dann warst du jetzt auf dem Klo, dann kannst du jetzt mal hier vielleicht mit dem Kätzchen ein bisschen wieder spielen, Zuneigung, reden mit... Und dann die Post nehmen. Und, oh, du möchtest Timmy verliebt umarmen. Das ist süß. Das hatte Timmy auch vorhin als Wunsch, aber das hatte ich vergessen einzuloggen. Und das sieht ja cool aus. Sieht aus wie ein See, aber das ist nur eine riesige Pfütze.
Du möchtest nass spritzen? Ach so, in Pfütze spielen geht nicht. Aber kann er das? Ja, er kann in der Pfütze spielen. Das werden wir allerdings nicht machen, weil dann wird er wahrscheinlich krank. Denn im Winter ist das einfach keine gute Idee. Du möchtest Timmy verliebt umarmen? Dann könnt ihr doch aber eigentlich auch mal. Mir fällt gerade ein. Du musst ganz dringend pinkeln, das kannst du machen, aber danach sollen Tim und Kimmy mal. Ich glaube, ich werde das schnell ändern. Hallo, hier, danke, jetzt. Kann man Enras. Wie ändert man denn hier? Huhua. Techtelmechtel. Ich möchte nämlich ganz gerne das risikoreiche Techtelmechtel verändern. Techtelmechtel mit riskantem Techtelmechtel ersetzen. Vorspiel erlauben. Wirkungsgrad Standard. Zulässige Orte. Eifersucht für polyamoröses Techtelmechtel. Oha, was ist das denn? Erlaube Zombie an, erlaube Eifersucht, Level Eifersucht hoch. Das würde ich vielleicht eher auf Mittel stellen. Denn ich finde das ziemlich unlogisch, dass wenn jemand auf einem Grundstück ist, und zwar in der Küche zum Beispiel, und im Bad wird geflirtet, dass das dann gesehen wird, finde ich ziemlich bescheuert, weil das ist im echten Leben auch nicht so. Deshalb würde ich es auf Mittel stellen. Ich weiß leider nicht, muss ich mal ausprobieren, was dann passiert. Und risikoreich, hier kann man es doch ändern, oder? Risikoreich im Menü anzeigen an. Wo konnte man das denn nochmal verändern? Oder war das im Allgemein vielleicht? Kosten des Kontaktbüros, genau hier. Mensch, ich finde das risikoreiche Ding nicht. Verdammt. Baby machen. Okay, nee, dann werde ich das mal im Rathaus probieren. Da müsste es doch bestimmt gehen. Wuhu. Risikoreich. Menschliche Sims. Aha. Chance für erfolgreiches, risikoreiches Techtelmechtel. Machen wir mal auch 10% wieder, wie es am Anfang war. Erfolgsrate bei Teenagern auch 10%. Hormontherapie bei risikoreich anwenden an. Selbstständiges, risikoreiches Techtelmechtel. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das mache ich mal an. Dann kommen vielleicht mehr Kinder hier in der Sims-Welt zur Welt. Noch mehr. Ja, und bei 10% ist es ja auch nicht ganz so doll. Dann würde ich sagen, machen die beiden mal gleich dann ein risikoreiches Techtelmechtel, denn die lieben sich doch so sehr. Da kannst du mal hier den guten verliebt umarmen. Wo war's? Wo war's? Verliebt umarmen, das war ja auch dein Wunsch. Dann einen schüchternen Kuss geben und dann küssen und risikoreiches Techtelmechtel dann. Ah nee, in der Dusche wollte ich das machen. Dann risikoreiches Techtelmechtel 10%. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Prozentzahl angezeigt wird. Allerdings, ja, ist das leider so. So, und du spielst immer noch mit deinem imaginären Freund. Das will ich eigentlich gar nicht. Du kannst mal einfach so hier spielen vielleicht. Und das Kätzchen, was willst du gerade machen, das du nicht kannst? Ah, wahrscheinlich will es aufs Köpfchen gehen. Du kannst aber mal hier auf diesem Teppich darauf spielen, wenn das geht. Das wäre sehr schön. Ja. Oh, bist du so süß. Oh, meine Güte, ist das niedlich. So, und hier gibt es jetzt gleich ein risikoreiches Techtelmechtel. Was ist. Oh nein! Manchmal bleibt man beim Spielen irgendwo mit den Krallen hängen. Mach dir nichts draus, das kann selbst einer Katze von Weltrang passieren. Miau. Okay, du wirst jetzt nicht ins Bad gehen und den beiden beim Techtelmechtel. Oh Gott, ist das. Oh, wie sie hinfällt, wenn sie rennt. Oh Gott, das ist so unglaublich putzig. Ja, und die beiden sind jetzt fertig mit ihrem risikoreichen Techtelmechtel und ja, tanzen hier. Sie tanzt, er nicht.
Ich glaube, morgen wird Benjamin dann zum Kind. Genau, da werde ich dann auch wieder eine Geburtstagsparty machen und du willst hier Falten überprüfen. Oh je, du armer Mensch. Das ist natürlich nicht so toll. Dann würde ich sagen, kannst du auch mal einfach, könnt ihr mal langsam tanzen hier, weil es so süß ist. Und Benjamin geht's eigentlich ziemlich gut, da braucht man eigentlich gerade nichts. Der kann hier mit dem Puppenhaus spielen. Ist das komisch, wenn ein Junge mit einem Puppenhaus spielt? Nee, oder? Ich finde das ganz normal. Wenn er das möchte, die hatten sich ja alle gewünscht, ihm ein Puppenhaus zu kaufen. Deshalb wird ihm ein Puppenhaus gekauft. Und du, was könntest du denn mal noch machen hier? Was passiert denn, wenn ich auf dich klicke? Du kannst dich mal putzen, genau. Das ist doch süß. Und ja. Die beiden tanzen jetzt langsam. Das ist übrigens eigentlich das Sommer-Frühlings-Herbst-Outfit von Timmy. Ich habe auch noch ein Winter-Outfit für ihn. Das ist dann ein bisschen wärmer noch. Der hat dann einen langärmeligen Pulli an, meine ich. Aber das passt eigentlich ganz gut so zum Stil von Kim, finde ich. So, und dann putzt die kleine Katze sich hier. Wie süß ist das denn? Hier, wir denken, es wird Zeit, die Beziehung offiziell zu machen, erklärte Jebediah Chu Chesterfield. Ah, jetzt wollte ich mal kurz noch die Namen ändern. Das war auch beim Rathaus. Story Progression. Ah, war das bei Allgemeine? Nee, das war nicht bei Allgemeine Optionen, sondern Stadtoptionen? Familienname gleichgeschlechtlich, Ehefrau, jüngerer, älterer. Das ist merkwürdig, dass das immer noch die Doppelnamen sind. Da machen wir mal nur älterer hier. Denn vielleicht haben die aber, bevor ich den Story Progression Mod angepasst habe, geheiratet. Gezeichnet, sage ich schon. Dann ist das natürlich logisch, dass der Name noch so bleibt. Und dann mache ich mal hier schnell die Lichter hier an, weil es so süß ist. Und dann, ja, willst du unbedingt schon schlafen? Dann schlaf halt. Nee, schlaf noch nicht, sondern geh aufs Katzenklöchen. Und das ist süß, wie die beiden hier zusammen langsam tanzen. Das ist sehr romantisch. So, danach kann Kim mal vielleicht hier den Jonathan, ach Gott, Jonathan sag ich, oh, den Benjamin auf im Hochstuhl nochmal füttern. Kuscheln und im Hochstuhl füttern und dann selbst was essen, und zwar frittierten Speck. Und du hast auch Hunger, du kannst mal die kleine Joy hier jetzt loben für ordentlich sein und danach die Hand beschnüffeln lassen, Zuneigung, Leckerchen geben, könnte auch gut funktionieren. Nee, wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, sondern reden mit, und vielleicht geht ja dann auch schon streicheln. Ich kann es ja mal ausprobieren hier. Und dann darfst du auch was essen, und zwar Birnenkuchen zum Abendessen, das ist doch lecker. Du sollst aufhören, hier zu schlafen, du Schlafmütze von Katze, Mensch. Bist doch keine Schlafmütze hier, deshalb. Nein! Oh. Hör jetzt auf, den Birnenkuchen zu essen. Lobe das Kätzchen für ordentlich sein. Und dann beschnüffle die Hand, rede mit ihr. Und streichle sie. Dann darfst du auch essen. Aber du füllst mal erstmal noch den Napf hier nach. Oh, jetzt ist Joy ordentlich. Das ist perfekt. Was machst du hier? Kannst du den bitte mal auch füttern? Du Dusselina? Nee, ich muss hier auf den Hochstuhl klicken. Babynahrung geben oder Flasche geben? Dann werden wir ihm mal die Babynahrung geben. Und danach hier wirst du frittierten Speck essen. Der macht bestimmt Fett. Ich weiß es nicht so genau, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und du isst jetzt bitte auch was. Meine Güte, iss den Birnenkuchen. Und du
Kannst du jetzt bitte deinen frittierten Speck nehmen? So, jetzt benutze nicht das Katzenklo, sondern kratzt hier noch ein bisschen und dann kann sie auch mal schlafen gehen. Und ich denke, ich werde dann den Part hier auch beenden. Denn ja, die werden jetzt nicht mehr viel machen, noch ein bisschen Familienkrams vielleicht. Oh, das sieht sehr viel aus. Das macht bestimmt überhaupt nicht satt, so zwei Speckscheibchen. Oh, jetzt nimmt ihn in die Hand. Das ist auch bei dem ganzen fettigen Kram ein bisschen ekelhaft. Und er sitzt da und ist fertig. So, dann kannst du nach dem Essen den Kleinen in die Luft werfen. Achso, du willst ihn kitzeln. Dann mach das mal. Kitzeln. Eine Gehaltserhöhung möchte Timmy bekommen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn du das bekommen würdest, wäre das ziemlich cool. So, du gehst mal ans Telefon hier rangehen, bitte. Ah, das machst du schon von alleine. Perfekt. So ist's brav. So, wer ist das? Ah, niemand von Bedeutung. Dann darfst du mal alles hier abspülen. Und Timmy möchte... Achso, Timmy möchte jetzt das Geschirr abspülen. Das werden wir jetzt aber nicht machen, sondern ich werde ihm die Gehaltserhöhung einloggen. Oh Gott, was war das gerade? Dann darfst du ihm noch die Windel wechseln. Windel wechseln und ihn kuscheln. Und dann würde ich sagen, kann der auch schon gleich ins Bettchen. So, dann pinkelt er sich wahrscheinlich am nächsten Morgen ein. Allerdings ist mir das egal, weil er kann ja schon aufs Töpfchen gehen. Da kann ja nicht mehr groß viel passieren. Und du kratzt hier, jetzt darfst du auch schlafen gehen. So, und Kim, du musst aufs Klo. Dann mach das und dann gehst du auch schlafen und ich mache die Musik hier für dich aus. Und Timmy, du möchtest auch schlafen gehen? Ja, dann mach das und ich werde den Part hier beenden. Nein, 9:30 ist noch viel zu früh zum Schlafen gehen, fällt mir gerade auf. Ja, die werden sich jetzt hier noch irgendwie beschäftigen. Können sie mal ein bisschen Fernsehen hier. Können beide ein bisschen Fernsehen. So, und dann hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Ich werde den jetzt hier beenden und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss! Hello, all of you nice people there in St. Louis. Thought you'd like to see some... See. With every power arming to the teeth, preparing...